Dann hallo und herzlich willkommen zurück bei Klingogames. Ich bin Kirk und wir spielen heute Project Hospital. Das letzte Mal haben wir ja festgestellt, dass unsere Ärzte durch das gesamte Krankenhaus laufen, um sich was zu essen zu holen. Das haben wir jetzt hoffentlich etwas optimiert mit diesen neuen Automaten auf dem Flur. Außerdem haben wir die alte Rezeption auch wieder in Dienst gestellt, da unsere Patienten sonst ziemlich merkwürdige Wege gehen. Im Prinzip soll das eigentlich ermöglichen, dass Patienten, die von hier unten kommen, hier zu der Rezeption gehen und viele Patienten, die von hier kommen, zu der Rezeption. Mal sehen, ob das so funktioniert. Wir werden sehen. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen, täglich einen Patienten in einer Spezialabteilung zu behandeln, auch wenn das an einem Tag war. Aufnahme ist jetzt freigeschaltet, okay? Das heißt, wir können jetzt stationär, wenn ich das mal kurz gucke, müssen wir jetzt nämlich auch stationär die Leute auf der Chirurgie aufnehmen können. Genau, wir können jetzt auch eine Station für die Chirurgie bauen, das werden wir noch nicht tun. Als nächstes Projekt war ja hier die Notaufnahme, die stationäre, angedacht. Ich gucke mal kurz in die Aufträge der Krankenkassen rein. Genau, hier sind sie. Was unsere Aufträge sind und was wir dafür bekommen. 15 Patienten behandeln, tägliche Klinikpatienten auf 15 von der Klinik. Derzeit sind wir auf insgesamt 30 auf jeder 10. Hier drüben aktiviere stationäre Aufnahme in Notaufnahme. Würde uns die Intensivstation freischalten und 5 Patienten hier drüben behandeln, würde uns einen staatlichen Zuschuss von 50.000 bringen. Dann würde ich doch sagen, hoffen wir mal, dass wir diese 50.000 bekommen, vielleicht noch diese Folge, dann können wir nämlich diese oder nächste Folge mit dem Bau der stationären Notaufnahme beginnen. Ja, das Problem ist jetzt, wie gesagt, der Warteraum ist voll, die Ärzte waren hier hinten, um sich was zu essen zu holen. Ist ein bisschen ungünstig. Ja, sich das natürlich auf die Zufriedenheit der Patienten auswirkt, weil lange Wartezeiten mögen Patienten nicht. Was haben wir hier? Fußverletzung. Die Person braucht auf jeden Fall einen Verband. Druckempfindlichkeit. Der Arzt wird schon wissen, was er tut. Ich spule mal ein wenig vor, lass die Geschwindigkeit etwas schneller laufen. Damit, dass ich hier auch mal vorankomme in diesem Spiel. Und dann gucken wir uns diese Patientin mal an. Was haben wir hier? Genau, die Fußverletzung ist schon mal behandelt, ist unterdrückt. Wir wissen aber immer noch nicht, was sie hat. Sie wird zum Röntgen geschickt. Jupp, das passt soweit. Wahrscheinlich geht die auch in die Chirurgie später. Wie viele Patienten hat sie heute schon behandelt? Hallo? Damit haben wir jetzt 5 Patienten. Das müsste doch dann eigentlich diesen Auftrag auch schon so gut wie abgeschlossen haben. Oder zählt der eine Patient, den wir vorhin hatten, um den Auftrag zu schließen, nicht mit? Dann müsste der der fünfte sein. Okay, okay. Ach, wisst ihr, was wir hier vergessen haben? Da haben wir den Stuhl für den Patienten vergessen. Der muss da jetzt so wie so ein Bittsteller vorm Arzt stehen und hoffen, dass der Arzt schnell macht. Das werden wir mal, Abhilfe schaffen. Indem wir dem Patienten auch einen Stuhl geben. Und da haben wir den nächsten Patienten behandelt. Wir können ja mal kurz auf die Bilanz unseres Krankenhauses schauen. Die sieht heute natürlich schon deutlich besser aus, wenn wir mal gucken. 501 Dollar wird uns die Chirurgie heute auch wieder kosten, das Geld haben wir drin. Bei der normalen Station sieht es natürlich noch deutlich schlechter aus. Da wird natürlich auch noch der Lohn hier mit draufkommen für den weiteren Angestellten, den wir da auf der Station haben. Dann sind wir hier auch bei 800 bis 900 irgendwo in dem Dreh. Das Geld haben wir da natürlich noch nicht. Allerdings hat uns die Chirurgie, wie ihr seht, schon deutlich mehr Geld gebracht. Und ich hoffe ja, dass die beiden hier unten es schaffen, diese Patientenflut noch möglichst vollständig zu behandeln. Was ich noch schön finden würde, wäre, wenn hier noch so ein Counter angezeigt wird, wie weit man mit dem Ganzen ist. Zumindest bei denen mit den entsprechenden Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier 15 Patienten, 5 Patienten. Das finde ich ganz nett. Das würde das Spiel noch ein bisschen vereinfachen. Dass man halt weiß, wie weit man mit den einzelnen Aufgaben ist. Okay, sie hat hier eine. Überlegt euch selber, wie man das ausspricht. Bringt uns 490, das ist schön. Das Geld können wir, wie gesagt, gut für die Notaufnahme gebrauchen.
Wenn man sich so die anderen Patienten anguckt, die hier vorne teilweise behandelt werden. Sie, okay, die geht erst zum Arzt. Haben wir denn irgendwen, der nach Hause geht gerade? Keine nach Hause gehenden. Okay, hier, das ist zum Beispiel eine, die wir in der Notaufnahme behandelt haben. Die Patienten bringen halt auch weniger als die, die in der Chirurgie behandelt werden müssen. Wie ihr seht, der Warteraum, der ist schon ziemlich full house. Also die Sitzplätze sind sogar schon alle aufgebraucht. Das heißt, wir haben mehr Patienten als Sitzmöglichkeiten. Was auch nur bedingt optimal ist. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir in der nächsten Folge dann tatsächlich die stationäre Notaufnahme in Angriff nehmen können. Ich sprudel noch mal ein bisschen vor, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Weil wir wollen ja irgendwann die stationäre Notaufnahme verbauen können. Und um ehrlich zu sein, ich weiß auch gerade nicht, was ich jetzt noch groß zu diesem Ganzen sagen soll, weil wir jetzt ja wirklich erstmal darauf warten müssen, dass hier das Ganze vorangeht. Und da ist der Auftrag abgeschlossen. Öffne auch noch mit einer speziellen Spezialabteilung. Okay, das heißt, die wollen eine stationäre Abteilung haben. Ich werde das Geld allerdings, wie gesagt, erstmal in die Notaufnahme hier drüben investieren. Ich gucke mal kurz auf die Uhr und sehe, dass wir 6 Minuten haben. Wir können ja mit dem Bau schon mal anfangen, indem wir sagen, wir hätten gerne schon mal ein Fundament. Also hier vorne stehen die Rettungswagen. Hier vorne wollte ich irgendwie den Eingang machen, das heißt, wir brauchen... Ach du Scheiße, kostet das viel. $30.000, das ist fast der gesamte Zuschuss, den wir eben gekriegt haben, der alleine für dieses Fundament draufgegangen ist, jetzt für die Notaufnahme. Dann brauchen wir Außenwände. Die sind zumindest sehr human vom Preis, muss ich sagen. Also zumindest im Vergleich zu dem Fundament sind die echt ein Spottpreis. Das ist... Es kostet ja quasi fast nix. Hier einzelne Wand kostet... Keine Ahnung, also sind jetzt hier 19 Wände und dafür zahle ich 190, das sind also 10, genau $10 pro Wand. Die Notaufnahme ist ja so ein bisschen chirurgischer, würde ich sagen, oder beziehungsweise ein bisschen steriler, da würde ich sagen, dass wir hier eine von diesen Farben benutzen. Es soll allerdings auch nicht zu unpersönlich wirken. Dann nehmen wir, glaube ich, diese hier. Und als Grundanstrich würde ich bei dem groben Notaufnahmeschema hier bleiben wollen, also bei dem Art des Anstriches hier, nur halt in einer anderen Farbe. Dann kommt hier vorne, wupp. Und hier kommt noch was hin. Und ich würde so gerne hierbei die Zeit laufen lassen können, um voranzukommen, aber das mag das Spiel nicht. So, genau. Und dann kommt hier vorne der Eingang in die Notaufnahme hin. Dann machen wir hier so eine doppelte Tür und dann auch in so einem türkiseren Farbton. So. Und hier vorne brauchen wir natürlich noch einen Eingang für die Sunnies. Da gucken wir mal, was sich da anbietet. Ja, da kommt auch hier sowas hin. Dann kommt hier vorne noch Fußboden rein. Da werde ich... Ist das der? Okay, hier vorne kann ich irgendwie keinen machen. Schade. Ich hätte gerne den Boden hier komplett in der Markierung gemacht. Das geht leider nicht, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal hier vorne das wieder reparieren. Aber das soll hier vorne halt symbolisieren, dass man sich in dem Bereich nicht unnötig lange aufhalten soll, weil dort der Sanitäter das Gebäude betreten wird. Gut, wir brauchen... machen wir jetzt mal einen groben Raumplan. Also, hier unten kommen die Schockräume hin. An die Wände würde ich sagen, kommen hier und hier die
Er sagt schon, bitten. Hin die Überwachungsstation. Dann können wir hier noch eine Kardiodiagnostik einbauen, Ultraschall, ach, das ist, wir sind ja in der Chirurgie gerade. So. Hier. Also wir haben einen Überwachungsraum, ein Traumazentrum. Also die Schockräume kommen direkt eingangsnah. Wie groß müssen die? 4x4. Das wäre so, das ist mir allerdings viel zu klein. Ich mache die mindestens 6x5 groß. So. Zwei Schockräume hier. Den machen wir hier 7x4, einfach damit das hier die... Ich will eigentlich nicht, dass man von dem Fenster in den Schockraum gucken kann. Das bietet sich nicht an. Das hier hört sich nicht. Dann hier noch ein Schockraum. Vier Schockräume sollten erstmal reichen, auch wenn wir die nicht alle einrichten. Dann brauchen wir eine Überwachungsstation. Die würde ich hier in diesem Bereich quasi ansiedeln. Und auch hier entlang. Und eventuell hier auch noch Überwachungsstationen hinbauen. Dann brauchen wir einen Bereitschaftsraum für die Ärzte. Den würde ich hier direkt mittig reinmachen. Die wären auch nicht baulich getrennt groß. Ein Schwesternzimmer. Und dann hier in diesem Bereich. Ich glaube, das Schwesternzimmer war noch ein größer als das Ärztezimmer. Und dann werden hier hinten noch Korridore gezogen. Das wird dann das hier alles. Auch wenn das baulich wirklich nicht getrennt werden wird. Das ist jetzt eigentlich rein optischer Natur, diese Abteilung hier. Beziehungsweise natürlich für das Spiel nötig. Damit das hier, das Ganze auch richtig funktioniert. Im Spiel, warum hat er jetzt hier das Feld nicht komplett gezogen? So. 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 Und dann würde ich sagen, die Einrichtung der Notaufnahme machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin lassen wir das erstmal so im Rohbau. Und lassen die Zeit ein bisschen weiterlaufen. Und hier keine eindeutige Diagnose. Dann machen wir doch mal heiteres Diagnosenraten, würde ich sagen. Genau, wir könnten zwar mit den richtigen Gerätschaften hier weitere vorgehen. Differentialdiagnose kann der Arzt noch nicht. Eine Biopsie fehlt uns das entsprechende Labor anscheinend. Urinuntersuchung fehlt uns das entsprechende Labor. CT und MRT haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt raten. Ein Problem an der Sache, die sind alle relativ dicht beieinander. Zwischen 53, 34 und 32% ist das nicht allzu groß der Unterschied. Ich rate aber trotzdem mal hier das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und darauf behandeln wir den ganzen Spaß jetzt erstmal. Ich will nämlich noch nicht unbedingt hier groß MRT und sowas bauen, das ist alles viel zu teuer. Man muss bedenken, das hier ist auch ein etwas größeres finanzielles Projekt, was wir da planen. Besonders wenn man bedenkt, dass hier hinten sich dann ja noch die... Also hier kommen dann ja die Bettenhäuser hin. Oder hier. Also ich glaube, ein Bettenhaus werde ich hier so entlang ziehen. Und hier hinten kommt dann noch quasi noch so als Erweiterungsbau hier hinten die Intensivstation. So irgendwo hin. Vielleicht auch mit dem Anschluss bis ans Bettenhaus, dass das Bettenhaus hier so L-förmig rumgeht. Müssen wir mal sehen, wie sie es am geschicktesten anbietet. Gucken wir mal. Sie ist Assistenzärztin, hat eine Beurteilung von gerade mal 87%. Ist okay, kann man mit leben. Wie sieht es hier aus? Okay, hier geht die Patienten, also die Arztbewertung langsam auch etwas runter, wahrscheinlich durch die elendigen Wartezeiten. Weil hier der Ingo, der hat immerhin noch 92%. Ist allerdings auch nicht sonderlich zufrieden, wegen hungrig, verärgert und einem kritischen Bedürfnis. Es würde mir jetzt noch helfen, wenn das Spiel mir anzeigt, welches Bedürfnis gerade kritisch ist. Das tut es aber leider nicht. Ja. Und so langsam, aber sicher, bildet sich hier auch so dieser, ich nenne es Wimmelbuch-Charakter des Spiels heraus. Jeder, der schon mal Wimmelbuch gesehen hat, weiß, was ich meine. Es erinnert sowohl optisch von der Grafik, als auch von dem, was gerade so alles passiert, ziemlich an ein Wimmelbildbuch. Und dieser Charakter entwickelt sich hier jetzt gerade in diesem Spielstand. Aber
Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Ich bin Kirk von Klingo Games. Schaltet doch das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt, wir bauen ein Krankenhaus in Project Hospital. Denn das nächste Mal werden wir die Notaufnahme bauen. Bis dahin, euer Kirk von Klingo Games.